Manu, geh mal nochmal in die Höhle rein, ne? Oh, schon wieder Höhle. Achtung, Fledermäuse, gell? Ja, erinnere mich gar nicht dran. Ist da jetzt direkt in die Höhle jetzt da rein? Ja, ich will nur kurz schauen, was da Oh, mal ist. gucken. Alright, dann schaue ich mal da außen ein bisschen weiter. Da war das Schneegebiet. Alter Schwede, weißt du, sagst doch noch Vorsicht, Fledermäuse. Wir haben irgendwie unterschiedliche Vorstellungen von Horrorspielen oder Filmen. Ich glaube, Filme können wir sich einigen, aber Horrorspiele. Ganz ehrlich, Metro ist kein Horror-Game. The Forest aber denke ich mal auch nicht. Doch, das ist ein Horror-Game. Oh, hier geht's noch weiter runter. Nein, danke. Ach, Ich da glaube wieder war die hoch. Ausdauerleiste, stimmt, da war was. Ja, einmal hast du die hellblaue ist die Ausdauer und die dunkelblaue war die Maximalausdauer. So habe ich das noch im Kopf. Dann hast du den gelben Balken, der links, also der eigentlich gelb sein sollte, links neben dem Health Balken ist der Rüstungsbalken. Wo war der Ausgang? Ah, hier. Und halt rotes Leben. So, ich bin wieder aus dem Spalt zurückgekehrt. Ja, trotzdem War noch nichts die. Interessantes. Nur so ein kleines Zwischenlager mit ein bisschen viel Snacks. Okay. Ich schätze einfach mal, ob ich da trinken kann. Da fuck. Okay, es gibt anscheinend auch verfaulte Bäume mittlerweile. Die einfach nach einem Hit umfallen. Also Baumstämme gibt es auch. Also Da ist ein ja, schon Koda. interessant. Ein Koda! Okay, aber da ist nichts. Schade. Da sind wir So. wieder beim Mann, wo bist du hin Flugzeug. oder bist du hin? Bin einfach mal in der Gegend ein bisschen herum und bin jetzt eigentlich wieder am Flugzeug. Ja, dass wir vielleicht einfach mal gucken. Tja, was ist jetzt echt die größte Frage, was wir jetzt machen? Wo wir bauen halt, ne? Oh ja. Ich meine, wir können hergehen und wir haben praktisch was Gescheites, hätten wir zwei Optionen. Entweder wir machen uns eine mega fette Wand mit Fallen etc. und bunkern uns da ein. Und Option 2 ist jetzt, wir verpissen uns wieder auf unsere Insel. Wäre natürlich am einfachsten, naja, aber ich würde jetzt hier eher mal eine Festung bauen, einfach mal so. Wie viel, ich wollte gerade sagen, wie viel haltet denn das Drecksviech aus? Refill. Das So. heißt, wo, ja, wo rennen wir denn jetzt dann eigentlich hin? Wir müssen eigentlich in die Keine andere Ahnung. Richtung, oder? Weil hier Ja, ist gehen wir es. mal in die Richtung. Ja, da ist fängt das Schneegebiet an. Ja, wir können auch im Schneegebiet bauen. Okay. Ja, das Ding ist wegen der Kälte halt einfach. Ja, müssen wir uns halt Dinge. Ein Warm paar anziehen, Kanickel oder wie? suchen. Ja, warm anziehen. Ich habe Henry dabei, das Reh, also alles ist gut. Okay. Kennst du schon Henry, das Reh? Nee. Dann dreh dich mal um. Ugh. Ist einfach mal einen Kopf mitgenommen. Ja, natürlich. Die Dann steckt man dann verstehe ich mit in meinem unsere Namen. Bude dann rein. Genau. Ich schaue jetzt echt aus wie so ein Holzfäller mit dem Outfit, Alter. Vollbart unten. Aber wir können ja trotzdem nah am Wasser bauen. Das wäre nicht Okay. schlecht. Wir müssen ja nicht komplett im Wald bauen, aber unsere Insel würde ich jetzt da nicht groß aufsuchen.
da haben wir die Container. Und dass ich noch hoch sitze. In der Hoffnung, dass da Pfeile oben liegen. Hier liegt mal nichts. Oh ja, da haben wir die Leiterplatinen oder Leiterplatten. Go on. Na komm. Wie bei Castaway. Pakete Castaway, öffnen. Was? Also den Film Castaway. Kenn ich nicht. Mit Tom Hanks? Kenn ich nicht. War das der Film, wo er mit dem angefangen hat, mit dem Stein zu reden? Oder mit dem Ball oder was auch? Volleyball, ja. Ja, dann kenne ich ihn so. Im Kopf habe ich den Film noch so ein bisschen. Ja, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Eine Möwe. Ja, und die Schildkröten, da war doch irgendwie vegan. Ja, wegen Wasser sammeln, gell? Nehmen wir doch auch gleich mal mit. Und essen. Herpes, ja. Herpes? Ne, ich hab ne Möwe gekillt. So. Brauchen wir auch für Federn. Ach ja, für Bow. Für Bogen. Ach, da geht auch bloß einer ins Inventar rein. Was? Schildkrötenpanzer. Ich hol auch einen, ich nehme auch gleich einen mit. Manu, brauchst du ein paar Windschutzscheiben? Ja, die wollte ich schon kaputt schlagen, geht auch nicht. Da ist irgendeine Liste. Schon irgendwelche. Na. So, dann haben wir genügend. Ach, ich will jetzt. Ah, oh Mann. Machen wir jetzt hier mal Steuerung. Ich will das Inventar auf Top. Top. Das liegt jetzt eigentlich auf Tab, also Status. Ich gewöhne mich da schon dran, dass ich hier drücke. Vor allem, wenn wir das mit den Hotkeys jetzt wieder rausgefunden haben, dann ist das eh kein Problem. Da ist kein Nickel. Da ist so ein Gollum. Ah ja. Da ist noch ein Seil. Ah, könnte ich eigentlich auch mal versuchen, noch einen Bogen zu basteln. Pfeile können wir halt noch keine machen, wenn wir halt Federn brauchen. Okay. Was war gerade so lustig? Bäm, kombinieren. So, und den mit einem Rucksack. Zwei. Bam. Ich hab einen Tennisball. Komm, Manu, hol's Bällchen! Na, holst du's? Aber wie er sich extra zu mir hin, zuerst den Ball hinterher schaut und dann zu mich hindreht. Wie so ein verwirrter Hund. So ein verwirrter Hund? Nee, kein Bock, ich setz mich einfach bloß hin. Hol's selber. Und Manu, wie war dein Tag so? Ah, ich habe heute noch Schlag den Star angeguckt, war ganz interessant. Ich gehe jetzt Kannibalen töten. Da war zum ersten Mal Mann gegen Frau, also Star gegen Star her, natürlich komm wieder. Her. Aber komm zum ersten Mal der Geschlechterkampf. Richtig krasse. Natürlich hat da. Nee, ich darf eigentlich das nicht groß spoilern, aber. Natürlich hat der Mann gewonnen.
Aber wo bist denn Ja, jetzt du kommt eigentlich vor. hin? In den Wald rein, oder wie? Nee, ich kämpfe gerade, ich habe gerade einen auseinandergepflückt. Kommst du her da? Nicht weglaufen! Wo war denn jetzt sein Kollege? Oder? Ah, den habe ich ja mal ein bisschen noch angelangt. Trennen ihnen die Gliedmaßen ab, Gliedmaßen ab, Gliedmaßen ab. Aber ich glaube, da vorne, das sieht ganz gut aus mit diesem toten Baum. Wir sind da eigentlich schon nah an unserer Insel dran. Aber weißt du, was mich mehr interessiert? Ich habe da eine Insel gesehen, wo Sachen draufstehen. Könnten aber auch nur Container sein, aber trotzdem. Manu, brauchst du vielleicht noch ein paar hilfreiche Händchen? Nee, danke. Ich hab zwei. Man kann nur einen kompletten Körper gestückelt mitnehmen. Was ist denn das für ein Scheiß? Früher Ja, konntest du von dir die. 8 Arme mitnehmen. Ja, von jeder Gliedmaße dann ein, oder? Naja, 2 Arme, 2 Beine und ein Kopf. Also. Wo lame, Alter. Kleiner Stein gibt's da auch. Ah. Ja, die kannst du Ach, für gebrauchen. die Zwille. Ah. Warte mal, die mache Stimmt, ich die habe ich mir mal. auch noch nicht gebohrt. Aber ich habe einen Bogen. Aber ich muss mal wieder was trinken. Kann gegrillt werden. Probieren wir den mal ein bisschen. Die Zwille oder was? Die Zwille, ja. Ja, ist glaube ich ganz witzig, aber mit der zu zielen ist mega schwierig. Glaube ich. Ah, ein Topf. Hast du den Topf mitgenommen? Juppa. Passt. Das finde ich halt auch wieder cool, weil da kann jeder die Gegenstände sogar einsammeln. Lecker, lecker. Ha? Lecker, lecker, lecker. Manu, ich habe eine neue Dekoration für unsere Hütte. Wir haben noch keine Hütte. Ja, aber wenn wir dann eine haben. Da werden wir uns, ach, da werden auch wieder Koffer. Holen wir uns die Flare Gun auch gleich, falls sie immer noch dort ist. Auf diesem Segelboot. Ja. Das können wir mal machen. Mal auschecken. Warte, ich leg den da mal hin. Ich hab den hergeköpft. Aber echt cool, dass du das noch weißt mit der Flare Gun, hey. Ja, gut. Das war ja schon drin, bevor wir angefangen haben zu spielen. Ja klar, aber trotzdem. Ja, mehr. Ich meine, ganz ehrlich, ich wüsste nicht mehr, wo wir die ganzen Teile für diese eine Waffe herkriegen. Also ganz oben jetzt da bei diesem Baum da, da war ein Platz. Ja, warte, den muss man noch. Hast du den geholt oder was? Nee, Weil der da muss kommt. man, das muss man ja direkt aufsprengen. Ja, stimmt, da war ja was. Und ich habe geguckt, es ist gar nicht mal so einfach, Sprengstoff herzustellen. Ja, brauchst du Münzen, Platinen, Uhren, Alkohol. Uhren und Alkohol, ja. Ich glaube vielleicht nur Stoff, wenn du Und ich das noch glaube, nicht das ist erwähnt ja hast. nicht mal der Sprengstoff, damit du das aufkriegst. Ich glaube, dafür braucht man Dynamit oder so. Aber das Oder könnte einen natürlich auch Kapsler. sein, stimmt. Okay, Dynamit wird man einfach aus den Dörfern ja bekommen. Alter Schwede.
Fucking hell. Ich glaube, das Segelboot war damals schon heavy. Aber da gibt's Münzen. Und ein Tape. Why Zwei is Stoff. everything so heavy? Hold it on. Snacks. Aluhol. Ah, und da kommt man nicht rein? Okay, da konnte man bei Season 1 rein. Braucht man anscheinend irgendeine Security-Card, damit man da reinkommt. Ah, okay, tatsächlich, es ist Ja, aber verschlossen. da kam man nämlich rein. Das weiß ich noch. Das heißt, die Flare Gun lag nicht mehr da. Das heißt, die ist da. Alter, cool, man geht. Es gibt Muscheln. Gab's die schon, wie wir gespielt haben? Ah, die haben einfach mal so eine Mutter fotografiert, alles klar. Aber die Flare Gun? Ich schau gerade. Ah, da war ein Saal noch. Oh, es sind sehr viele Saale hier noch, zwei. Was haben wir hier? Ach so, wieder ein Saal. Okay, alleine für die Saale waren sie ja, war es ja schon mal geil. Saale und Münzen, sehr gut. Okay, das Münzen! heißt, die Flare Gun kriegt man jetzt woanders, weil unter dem Boot liegt sie auch nicht. Wir könnten jetzt höchstens noch kurz abwarten und hier pennen gehen, oder? Aber ich Können wir glaube, das machen, ja. dauert noch. Wenn ich hier dann angucke. Oh. Ne, ich glaube, das Dauert noch dauert ein echt. bisschen, bis wir wieder pennen können. Sonst können wir ja jetzt ein bisschen craften. Füllt Tauchgerät wieder auf. Ja, stimmt, das gab es ja auch noch. Oder vielleicht ist dann, ja. In dem verschlossenen Raum ist dann die Flägern. Speertasche. Ah, ein Wärmeanzug gibt's. Okay, für das Schneegebiet oder wie? Ja, anscheinend, aber dafür brauchst du vier Wildschweinfell, ein Hai Fell, ein Kaninchen und sechs Hirsch. Weil ich habe ja schon einen Reh gekillt, deswegen kriege ich ja Ja, haben wir schon Zeit. Wildschweine gesehen? Und Fellstiefel gibt es auch, kleiner Steinbeutel, stimmt, den gab es ja auch noch. Stockbeutel, Hasenfellstiefel und ein Beutel. Frisch. Erstmal eine Auster essen. Aber welches Feuer hast du da gemeint? Welches Feuer? Du hast irgendwie gemeint, das Feuer gab es damals noch nicht. Ist das das Lagerfeuer da? Warte. Ich weiß schon, was du meinst. Warte. Das war das. Ne, war nicht unter Feuer, war unter freies Bauen. Unter Möbel war das. Und zwar die Feuerstelle mit 68 Steinen und zwei Brettern. Also die kann ich mich zumindest nicht erinnern. Puh. Sehr gute Frage. Ein Waffenhalter gab es, glaube ich, auch nicht. Waffenwand halt. Den Steg gab es schon, aber das SOS, das gab es auch noch nicht. Naja, das ist auch neu. Ich glaube überhaupt, die ganzen Symbole wurden überarbeitet. Ja, die schauen alle viel schöner aus. Ja. Echt gut. Nein, ich will nichts platzieren, danke. Wie lange dauert das bitte, dass wir wieder pennen können? Okay, das dauert, glaube ich, noch ewig. Aber mal kurz gucken, was man so alles aus Seilen machen kann. Holy shit, das ist ja ewig. Du kannst ja alles Mögliche daraus machen. Schneeschuhe, kleiner Steinbeutel, handgemachte Angststockbeutel, Speertasche, was ist eine Speertasche, Alter? Die gab es auch noch nicht. Sperre zwar ja, aber das war's dann. Zwillenmunition. Wird man sich nochmal die Zwille gemacht? Ich glaube auch bloß mit Stöcken und einen Stoff dazu oder ein Seil.
das war eine Fackel. Egal, habe ich auch. Ach, hier kann man kein Feuer platzieren. Ah, Stock und Duct Tape. So habe ich auch eine Zwille. Einfach nur, damit ich sie habe. Aber weißt du, was wir machen können? Was denn? Wir haben ja Kassetten bekommen. Aber kein Rekorder, oder? Den haben wir, glaube ich, noch. Doch, nicht. Einen Kassettenspieler habe ich. Ach lol, tatsächlich hätte ich, das war aber irgendwelche Musik, oder? Oder waren das irgendwelche. Ja, das war Gamer-Mucke. Ach so. Ach so, ja, stimmt. Nee, ich dachte jetzt, dass vielleicht irgendwelche Aufzeichnungen wären, aber nee. Naja, das ist dafür ein Camcorder, den wir noch nicht haben. Okay, der Mond geht gerade erst auf. Der ist noch nicht mal auf der Hälfte drauf. Oh mein Gott. Vor allem, ich hätte halt jetzt einfach mal so mein Zeug noch gebraten, aber hier kann man natürlich kein Stuff. Ja, ich habe auch genug. Wir können Ding, wir können, ja gut, beim Dunkeln ist ja auch blöd. Wir hätten uns Muscheln holen können, weil eine Auster bringt relativ gut. Sachen. Ich habe mir jetzt eigentlich die ganze Zeit gern diese Snacks rein. Ja gut, davon habe ich auch ein paar. Meinst du, das ist Notfallnahrung? Brauchst du noch Snacks? Nee, ich habe noch 10 Stück. Ja, okay, ich habe nur 9. Ja, ob ich das Fleisch jetzt brate oder nicht, also es wird wahrscheinlich so oder so irgendwann verrotten, aber ich will einfach mal so ein kleines Lagerfeuer erstellen. Alter, unter Wasser ist duster wie ein Bärenarsch. Kann man die Haie dann nicht häuten, die was da so gestrandet liegen? Nein. Man kann ja nur den Kopf abpacken. Schade eigentlich. Ach so, und das Geld, wo kann man eigentlich auch bloß verbrennen, oder? Um Feuer anzumachen. Ja. Das war ein Grund, ja. Also um das Feuer länger brennen zu lassen. Da kommen die ganzen Schildkröten, alles klar. Na, hier ist ein Grab. Mit einem Foto. Und einer Kassette. Konnte mir das Essen dann bloß wieder vom Feuer runter essen oder kann man das auch irgendwie aufheben? Ich glaube, man konnte es nur. Alter, wie viele Schildkröten kommen da an, Alter? Ja, das Ding ist, wir haben, glaube ich, immer so Trockenfleisch dann gemacht, gell? Ja, wir haben das immer aufgehangen. Wie der Panzer wegfliegt. Aber ich kann schon nichts mehr tragen, wenn ich zu viel Fleisch habe. Ja. Aber ich habe Armbrustbolzen, also ich bin gespannt, wann ich eine Armbrust kriege. Was hast du jetzt gemacht? Achso. Eh schon am Wasser sind und etliche Schildkröten da sind. Ja. Aber das sammelt sich nur drin, gell? Was? Das sammelt sich nur das Regenwasser, ja. Ja, genau. Ja, ab und zu leckst du wieder bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn ich aus dem Game rein oder raus hab. Ah, ja. Okay. Ich wollte kurz schauen. Ob ich eh nichts im Chat verpasse, aber da ist so still wie immer. Warst du nicht zweiten Bildschirm? Da fuck war das jetzt?
neues Tier entdeckt? Ich habe gerade nur. Ich bin auf eine Schildkröte draufgesprungen und jetzt liegen da überall so Klumpen rum. Okay. Weil ich halt auch angegriffen habe. Die sind alle möglichen tausend Teile zerfetzt. Gott. Ui. Ja, ich will die ganze Zeit irgendwie die Map aufmachen. Ja. Okay, nee, dann gehen wir einfach mal weiter, oder? Auch wenn es Nacht jetzt ist. Ja, ich habe meinen Camcorder schon an, also meinen Kassettenspieler schon angemacht. Jetzt geht's ab, weiter. Ach, das war ja auch so buggy, hey. Also ich höre jetzt bei mir dir, also bei mir nichts. Und Ja, das die war. hören mich. Ja, das war das letzte Mal auch anders. Vielleicht tust du das ein. Oh shit. Oh, what the heck? Großer Baum. Wo die aussah er her, aber war die auch immer so schnell weg? Ja. Heftig. Irgendwelche Fähigkeiten oder so, Fertigkeiten gibt es leider nicht. Die man vielleicht verbessern könnte oder so. Beziehungsweise mit der Rüstung, glaube ich, wird es ja noch schlimmer. Beruhigt euch und gönnt euch Musik. Wow! Ich dachte, das ist schon. Wer schreit denn da? Ich laufe einfach weiter. Da kommen nämlich noch welche. Die brennen ja. Holy shit. Wir rennen wieder weg. Wow, da geht es richtig runter. Oh shit! Alter Schwede, was kommt da alles an? Ja, komm her! Das nächste Mal lache ich! Das Ding ist, ich habe jetzt da. Gibst du mir. Lol. Aua! Hab ich Warte da mal kurz, Damage gemacht? Neko? Nee, oder? Ne, du hast mich nur kurz geschlagen. Okay. Aber ich sehe da jetzt irgendwie gar keinen. Ich zünd nur kurz meine Keule an. Das wäre nicht schlechter. Bringt auch wieder ein bisschen mehr Feuer oder Licht ins Dunkle. Licht, ja, Licht ins Dunkle. So, und ich glaube, jetzt sind wir da. Oder? Könnt schon hinkommen. Ich sehe noch nicht so weit raus. Nein, da unten ist Nee. Strand. Das schaut schlecht aus. Hui. Da kommt mir jetzt mein Reh entgegen. Hä? Ja, aber da unten ist Strand auch. Wenn wir da irgendwie so einen Aufgang noch finden, dann könnten wir vielleicht auch da gleich die Base bauen. Ich will dann eigentlich nicht hier die ganze Zeit irgendwo rumlaufen, dass ich dann raufkomme. Jetzt wenn wir. Ne, da ist Ende, da ist Wasser. Ah, okay, dann ist es noch ein Stück weit. Das sind wir mal mit. Aua! Also ich bin einfach verdursten. Ach, lol. Ich hab nur. Ja, das war jetzt meine letzte Soda, alles klar. Aber es wird schon heller, oder? Lol, Ja. das ging jetzt schnell. Ja, da drüben, siehst du da drüben die Insel, die flache? Ja. Naja, das, ich glaube das. Also nicht die vor uns jetzt, aber so, sondern die links davon. Ich glaube, das war unsere. Das könnte halt wirklich sein, ja. Da würde ich da den Inselplatz mal einfach mal begutachten, aber ich würde dann trotzdem noch weiter rennen. Weil direkt jetzt da wieder meinem alten Spot da zu bauen. Er war halt OP as fuck. Aber Das da ist noch ein schon. Boot, das will ich noch kurz durchsuchen, ob da vielleicht ein Seil liegt.